Für unser Praktikum benötigen wir auch ein paar Widerstände und wir haben in unserem Kasten ein paar Widerstände drinnen. Es handelt sich hier um Kohleschichtwiderstände mit einer Leistung von einem Viertel Watt und der Widerstandswert ist über Farbstreifen kodiert aufgedruckt. Das schauen wir uns einmal an. Ich nehme mir hier irgendeinen Widerstand raus. Wir haben vier Ringe auf diesem Widerstand in unterschiedlichen Farben. Dreimal drei Ringe sind für den Widerstandswert und ein Ring ist für die Toleranz, mit dem dieser Widerstand gefertigt worden ist. Bei unseren Widerstanden haben wir es immer mit 5% Toleranz zu tun und das ist der goldene Ring. Wenn wir jetzt den Widerstand ablesen wollen, müssen wir zunächst mal den goldenen Ring finden. Der liegt hier im Bild links und den legen wir auf die rechte Seite. Also ich drehe diesen Widerstand um, dass der goldene Widerstand rechts ist und jetzt kann man den Wert von links nach rechts schön ablesen. Dazu schauen wir in die Widerstandsfarbtabelle. Die habe ich Ihnen hier hingelegt und da sehen Sie, es gibt Varianten mit vier Ringen, es gibt auch Widerstände mit fünf Ringen. In unserem Fall sind die mit vier Ringen. Die vorderen drei für den Wert. Jeder Ring steht für eine Ziffer, das heißt in diesem Beispiel wäre ein gelber Ring für die 4, ein lilafarbener Ring für die 7 und der dritte Ring steht für die Anzahl an Nullen, die danach noch folgen. Also in dem Fall wären es 2 Nullen, dann hätten Sie 4700, also 4700, sprich 4,7 Kiloohm, so wie es da steht. Der vierte Ring hier ist die Toleranz und da gibt es braun für 1%, rot für 2% und in unserem Fall sind es 5%, Silber gäbe es noch mit 10% Toleranz. Den Widerstand, den wir hier vorliegen haben, das ist demnach ein Widerstand braun, schwarz, orange, also 1, 0 und nochmal 3 Nullen, das wären 10 Kiloohm. Auf diese Art können Sie auch die anderen Widerstände ablesen. In der Elektronikentwicklung muss man sich immer Gedanken machen über die Leistung, die in einem solchen Widerstand umgesetzt wird. Die Frage ist, hält der Widerstand die Leistung aus, die ich in ihm umsetze? Schauen wir uns einmal die Formel an für die Leistungsberechnung. Das wäre P gleich U Quadrat durch R. U ist bei uns fest, ist maximal 5 Volt, also hätten wir hier die 5 Volt zum Quadrat. Und R heißt, der steht im Nenner, deswegen ist die Frage, welches ist der kleinste Widerstand, der bei uns vorkommt. Und das wäre in unserem Fall der 150 Ohm Widerstand. Das heißt, ich schreibe hier mal die 150 Ohm und dann komme ich auf 0,167 Watt. Das wären also 167 Milliwatt und unsere Widerstände können 250 Milliwatt, also ein Viertel Watt können die. Da wären wir gerade noch im sicheren Bereich. Im Übrigen werden wir niemals die 150 Ohm von Plus nach Minus einfach legen, aber selbst das könnte er aushalten. Die zweite Frage ist, kann unser Netzteil die Leistung auch liefern, die wir von jetzt hier verbrauchen wollen und fordern? Ist das zu viel unter Umständen? Da müssen wir sagen, okay, wie hoch ist denn der Stromfluss? Unser Netzteil ist unser USB-Anschluss, der kann maximal 500 mA liefern. Und der Strom, der fließt, ist jetzt hier I gleich U durch R. U wäre 5 Volt. Und R wäre wieder unsere 150 Ohm. Und dann kommen wir auf einen Stromfluss von 33 mA. Wenn wir einen 150 Ohm Widerstand von plus 5 Volt auf 0 Volt runter betreiben. Also so. 0 Volt und plus 5 Volt. 150 Ohm. Dann würden 33 mA fließen und wenn wir mehrere davon parallel schalten, drei Stück zum Beispiel, mehr haben wir im Kasten eh nicht, dann wären es 100 mA, also auch dann werden wir noch auf der sicheren Seite sein.